Hallihallo, Grandos Gaming hier mit einer weiteren Folge Stardew Valley. Wir haben Ende der letzten Folge angekündigt, wir werden heute auf die Ingwerinsel gehen, denn in der morgigen Folge haben wir keine Zeit dafür, denn falls ihr seht, welche Nummer diese Folge hat, wisst ihr wahrscheinlich, was die nächste Folge auf uns zukommt. Ich habe mir noch nicht genau Gedanken darüber gemacht, was wir machen werden. Es ist Folge 300, das ist ein bisschen was Spezielles wieder. Bis jetzt habe ich bei der 100. und 200. auch schon immer so ein kleines Special gemacht, dass wir die Farm mal genau beobachtet und angeschaut haben, was ich da so alles gebastelt habe und Zeug und alles. Vielleicht machen wir das und vielleicht geben wir mal die Checkliste ab, was wir noch alles für die 100% brauchen, damit ihr da immer wieder up to date seid und ich auch, denn ich habe die Checkliste nicht immer im Kopf. Wir könnten dafür vielleicht ins Walnusszimmer gehen. Da ist ja so ein Perfektionstracker. Nur, das könnten wir machen. Ich schätze mal, das machen wir einfach. Dann können wir gucken, was uns fehlt, wo uns wie viel Prozent fehlt, wie, was, wo, dies, das. Ne? So machen wir das. Ja, und da gucken wir mal, ob mir noch irgendwas einfällt. Aber fraglich. Ich mache mir Gedanken auf jeden Fall. Ne? Aber jetzt, wie gesagt, heute. Ich glaube, ich habe es auch eben am Anfang. Ne? Wir gehen heute auf die Ingwerinsel. Dafür werde ich aber heute noch einen kleinen Trick versuchen anzuwenden, den ich von euch bekommen habe. Du bleibst schön drin, Strauß. Denn, wie einige von euch wahrscheinlich wissen werden, fehlt mir auf der Ingwerinsel noch ein bellender Hund. Schön, mal wieder. Immer wenn ich aufnehme. Menschenskinder. Nee, auf der Ingwerinsel fehlen mir noch... Tut mir leid, ich glaube, ich werde kurz gucken, was die Hunde machen. Ich bin dann gleich wieder da und probiere da anzuschließen, wo ich aufgehört habe. Vielleicht sind sie auch schon fertig. Könnten fertig sein. Mir fehlt dann noch ein so Diamant von einem Vogel. Also so ein Edelstein von einem Vogel auf dem komischen Altar im Regenwald. Oder im Dschungel. Und da wurde mir gesagt, ich soll ein Aquamarin mitnehmen und probieren draufzulegen. Vielleicht funktioniert es, ohne dass ich den Vogel finde. Das möchte ich probieren, wenn ich es nicht vergesse. Ups, bestes Gott, die Tür war jetzt beinahe ausgehebelt von mir. Ja, das würde mich interessieren, ob das geht. Das werden wir versuchen. Ich weiß nicht, ob es geht. Das gilt es rauszufinden. Falls es geht, haben wir die goldenen Walnüsse. Wenn es nicht geht, muss ich halt hoffen, dass es irgendwann regnet und ich den Vogel da finde. Ich habe bis jetzt jeden Vogel da gefunden, nur den nicht. Stopp. Oh Gott, ich habe hier gestern nichts in die Fressen geschmissen. Oh Mann. Das hat er wieder gut gemacht, der Kerl. Oh je, oh je, oh je. Hei, hei, hei. Kerle, Kerle, Kerle. So wird das nix. So, die Kartoffeln sind immer noch nicht parat. Aber ich weiß nicht. 12 Kartoffelsäfte in Pams Küche. Ich habe nicht so viele Kartoffeln, oder? Ich habe gar keine Kartoffeln irgendwo. Außer die, die wachsen. Ich hatte mal irgendwo so eine Kiste mit Zeug. Ne? Wo habe ich denn die hin? Ich weiß es nicht. Hier. Nee, im Leben nicht. Im Leben nicht. Da habe ich gerade mal 2. Aber wir nehmen hier mal noch Taro-Knollen raus. Wie viel brauchen wir nochmal? 4 Taro-Wurzeln. Dann nehmen wir mal 6 Stück mit auf die Ingwerinsel. Ich schätze, wir werden, wenn wir da sind, noch ein paar finden. Aber ich nehme jetzt notfalls trotzdem ein paar mit. Und dann rupfen wir den Wein noch raus. Und werden den dann wahrscheinlich gleich verkaufen, falls wir jetzt unsere Produktion wirklich umstellen. Also ich bin eigentlich schon ziemlich davon überzeugt, dass wir das tun werden. Deswegen werden wir den Wein, glaube ich, sofort in den Verkauf schmeißen. Und was schmeißen wir dann hier rein? Nichts, stimmt. Wir warten auf die Kartoffeln, sonst reicht es mir nicht mehr. Obwohl ich auch so oder so nicht weiß, ob es reicht. Aber egal. Einmal Leerlauf in den Fässern ist auch nicht schlecht. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit gut Kohle gemacht. Ne? Wir waren mal noch auf 3, irgendwas Millionen. Jetzt sind wir fast auf 6. Wir haben es laufen lassen. Und ich muss jetzt nicht zwingend die 13 Millionen zusammengekratzt haben, bevor ich alle Kochrezepte und alles andere habe. Ne? Da kann man sich schon ein bisschen Zeit lassen, finde ich. Wir müssen uns nicht hetzen. Auf jeden Fall nicht so arg. So. Ja, da schmeißen wir das jetzt einfach hier rein. Zack. Alles muss raus. Also, nee, der Honig eigentlich nicht. Da bringen wir den nochmal kurz weg. Na? Ja. Und das Erz natürlich auch.
Und die Geode und den Jade in dem Fall. So, stopp, falsche Kiste. Hier muss ich hin. Hier muss ich hin. Und der Honig ist oben bei den Fässern, wo ich eigentlich schon war. Aber da gehen wir halt nochmal hin. Ja, schön. Sodele, zack. Exquisit. Ja, dann muss ich jetzt eigentlich nicht groß was machen wegen den Fässern. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ob ich irgendwas vergessen habe zu machen. Aber ich glaube, wir haben echt alles. Wir gehen jetzt erstmal los auf die Ymwo-Insel, damit wir wieder da waren. Damit wir nicht immer nur in die Ding hüpfen, in die Schädelhöhle in letzter Zeit. Ich war extrem oft am Angeln in der Schädelhöhle. Ist schon übel. Lachsbeeren. Lass mich mal gucken. Ich glaube, brauchen wir die? Brauchen wir die nicht? Brombeere habe ich drauf. Brombeere, Kokos und Strauß von Haselnuss, Wildplum, Winterwurzel. Sieht nicht so aus. Halb so wild. Dann werden die einfach nachher in die Verkaufskiste geschmissen, weil der Wein von denen bringt ja auch überhaupt gar nichts ein. Alles unnötig. Wird alles vertickt. So, was haben wir denn hier noch schön? Hat sich der jetzt gerade selbst geerntet da unten? Das war noch nicht ich. Das ist schon unmöglich. Spukt's in Pelikanstadt oder was? Oh. Was ist hier los? Das ist neu. Macht Heidi da Sportübungen im Kleid oder wie? Ausrufezeichen. Horst Manfred, komm schnell her. Er muss erst mal einen Kaffee trinken. Mit der Ruhe bitte. Immer mit der Ruhe. Mein Armband ist weg. Ich weiß, dass ich es noch hatte, als ich hier angekommen bin. Aber jetzt ist es weg und ich kann es nicht mehr finden. Oh nein. Dann suche ich. Ich werde es nie ersetzen können. Ganz ruhig, ich kaufe dir ein neues. Es tut mir wirklich leid. Ich kaufe dir ein neues. Bringt nichts, wenn sie gesagt hat, ich werde es nie ersetzen können. Aber ich habe Mitleid mit ihr, weil sie es verloren hat. Vielleicht wird es an einer anderen Küste angespült. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass es am Grund des Ozeans sein könnte. Ja, wer weiß. Du bist aber ein bisschen arg weit weg vom Wasser. Tut mir leid, Urgroßmutter. Ich habe dein geliebtes Armband verloren. Bitte vergib mir. Das hätte man eh nicht ersetzen können. Könnte sie es irgendwo in der Nähe verloren haben? Will ich jetzt noch in der Zwischensequenz? Hä? Ja, holla. Ah! Hayley? Hayley, ist das dein Ernst? Du hast nicht mal dahinter geguckt. Ist das? Ja, hallo? Du hast es gefunden. Das war ja nicht so schwer. Vielen, vielen Dank, Horst Manfred. Du hast mich gerettet. Wie er geguckt hat. Komplett schockiert. So. Oh. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Schön. Vor lauter Aufregung. Menschenskinder. Mal wieder jemandem den Tag gerettet. Ist doch schön. Perfekt. Ach so, die Krabbenbräuse müssen wir auch noch gucken. Aber wenn wir schon hier sind, ich hätte es fast wieder vergessen. So, das kriege ich mal hin. So, lass mich mal gucken. Befülle mal die Dinger. Die Garnele, ne? Oder waren die jetzt fertig? Habe ich die letzte Mal fertig? Doch, die hatte ich fertig. Wir nehmen sie trotzdem mal. Wir nehmen alles mit. Ich mache nachher nochmal einen Check-up. Jetzt gehen wir erstmal los auf die Ingwerinsel. Ist schon wieder 13.30 Uhr gleich, Mensch. So, Abfahrt, Abfahrt. Ahoi! Und los. Ich habe den Aquamarin nicht mitgenommen, ne? Ich habe es noch gesagt. Aber ich habe auch gesagt, wenn ich es nicht vergesse. Ich habe es vergessen. Wie immer. Schön. Sehr schön. Toll. Klasse. Wunderprächtig. Ja, was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Ne? Es ist, wie es ist. Wird sich nicht ändern. Aber hier könnte man vielleicht noch einen Straußfarn finden. Da, guck mal, da ist doch schon einer da. Komm mal mit, du Lauchfahren. Straußfahren 2. Wie viel brauche ich nochmal? Straußfahren einmal. Jetzt habe ich 2. Den hätte ich zwar auch im Sternportal holen können, aber ist egal. Passt. Hammer. Gucken wir mal, was der Vogel uns zu sagen hat heute.
Ja, was weißt du? Versteckter Schrein im Regenwald. Ja, danke. Danke für den Tipp. Vielen Dank für den Tipp, ja. Du Witzbold. Das hatte ich ja auch gar nicht vor, ne? Genau. Aber warte, hier ist doch ein Aquamarin drauf. Na, ist das ein anderer Stein? Ha? Was soll, dann hat das Kommentar aber eh nicht gestimmt. Dann wäre ich jetzt umsonst mit dem Aquamarin hierher. Da muss ich mir nochmal schlau machen drüber. Oder nochmal nachlesen. Vielleicht habe ich auch irgendwas verwechselt. Ich weiß es nicht. Ha. Aber wir müssen auf jeden Fall noch. Oh Gott, wir müssen hier auf jeden Fall mal wieder die Obstbäume schütteln. Und die Taro-Wurzel müssen wir pflanzen. Ich komme hier nicht mehr durch, Mensch, alles zugewuchert. Menschenskinder. So, die Taro-Wurzel, die packen wir hier hin. Wie lange wächst die? Steht das dabei? Dauert 10 Tage bis zur Reife. Wächst schneller, wenn sie in der Nähe vom Gewässer gepflanzt wird. Mit der Sense ernten. Okay. Schauen wir mal, ob es was bringt, wenn wir sie so nah am Gewässer gepflanzt haben. Das sieht auch irgendwie ein bisschen speziell aus da unten drunter. Kann das sein, weil das am Wasser ist? Wahrscheinlich schon, ne? Ist das vielleicht der Buff fürs schnelle Wachsen? Oder so? Wisst ihr was? Wir machen das mit dem Schrein in Folge 300. Wir wollen ja eh wegen dem Perfektionstracker hier auf die Ingwerinsel. Dann machen wir das. Jetzt nehmen wir noch ein paar Kokosnüsse mit. Und dann gucken wir mal, hier ist glaube ich irgendwo noch eine Buddelstelle. Oder nicht? Oder doch? Irgendwo hier ist noch irgendwas. Das habe ich schon mal gemacht. Oh, die nehmen wir auch mit. Oder die beide. So. Ah, hier sind noch mehr, die nehmen wir auch mit auf jeden Fall. Den Ingwer auch. Wollen wir wieder ein bisschen die Ingwerinsel ausbeuten hier. Ha. Schön. Hier beim Schiff, da habe ich ja schon mal diese Walnuss geholt, glaube ich, ne? Wie kommen wir denn da noch mal rein, wenn ich habe schon wieder vergessen. Verwirrt. Ich war da aber drin, ich habe die geholt, auf jeden Fall. Ja, ich bin maximal verwirrt. Irgendwo hier ist eine Stelle, wo mehrere Seesterne, glaube ich, rumliegen, wo man zwischen rein kloppen kann, dann bekommt man da goldene Walnüsse raus oder eine oder so. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr genau, wo das ist. Und über der Ausgrabungsstätte muss ich auch noch gucken. Aber jetzt will ich hier erst noch ein bisschen die Bäume abernten. Gucken, ob da was dabei rumkommt. Ups. Klasse. Erstmal ins Wasser geschmissen. Schön. Ich bin ein bisschen arg schnell, das ist ein bisschen ungewohnt, ist das. So durch die Bäume zu huschen hier. Jo. Speedrun. Ha. So ein Speedrun fällt hier überraschend oft dafür, dass ich ihn, glaube ich, niemals in der Lage wäre, Stardew Valley Speedrun zu machen. Wahrscheinlich genau deswegen. Mache mich ein bisschen drüber lustig, weil ich es nicht könnte. Aber Respekt vor Leuten, die sowas auf dem Kasten haben. Ich wäre zu verpeilt dafür. Definitiv. Das würde ich nicht hinkriegen. Nö, nö. Ah, weg da. Lasst mich durch. Das sind schon ziemlich viele Bäume, ne? Ging auch lang genug, bis die alle gewachsen sind. War auch gar nicht nervig, dass andauernd was dazwischen gewachsen ist, damit die Bäume nicht mehr wachsen konnten. Nö, nö, war gar nicht nervig. Gefühlt jeden zweiten Tag passiert. Jetzt müssten wir rein theoretisch die Bananen für den Inselobelisken haben, glaube ich. Wir nehmen sie auf jeden Fall mit. Wir nehmen alles mit. Hat alles gepasst. Grad so. Gut, jetzt gehen wir. Lasst mich überlegen zur Ausgrabungsstätte. Da ist auf jeden Fall noch was, wo ich buddeln kann. Ich habe hier noch ein bisschen Lauftempo vom Essen. So, Ausgrabungsstätte, das reicht uns heute noch. Locker, locker reicht uns das. Da kicken wir mal vorbei. Oh, hier schaut es auch wieder aus. Yes, jetzt mal hier. Und zwar. Ups. Genau, vergraben neben Knochen. War zwar nicht ganz neben Knochen, aber immerhin. Endlich gefunden. Da war ich doch so einigermaßen auf der richtigen Fährte hier. Aber halt nur so einigermaßen. Ich habe zu viel Krempel im Inventar wieder.
Nee, das will ich alles nicht mitnehmen eigentlich. Ja, das wollte ich mitnehmen. Schön. Sehr schön. Dann werden wir jetzt gehen. Würde ich sagen. Wir nehmen aber das die Schnellreise zum Hafen. Dann gehen wir nach Hause. Da machen wir das Inventar leer. Und dann mache ich mir nochmal Gedanken, was wir genau noch in der nächsten Folge tun werden. Beziehungsweise was ich mir noch Spezielles überlegen werde für die 300. Folge. Ne? So, zurück in Sternportal. Irgendwas Fancyes muss ich mir da noch überlegen. Irgendwas Spezielles. Ha. Mal gucken. Ich habe da vielleicht eine Idee im Kopf, aber ich verrate nichts. Ne? Vielleicht behaupte ich das jetzt auch nur, um euch ein bisschen zu hypen. Ne? Kann natürlich auch sein. Weiß keiner. So, jetzt gehen wir aber erstmal heim, wie gesagt. Dann hoffen wir mal, dass die Kartoffeln bald mal ready sind. Morgen, übermorgen, ich habe keine Ahnung wann. Ich habe leider auch nicht geguckt, wie lange die zum Wachsen brauchen. Haben mir auch gar nicht gemerkt, an welchem Tag ich die in den Boden gepflanzt habe. Also von dem her sind wir eh komplett aufgeschmissen in der Hinsicht. Aber das ist hier ja auch nichts Neues, gell. So läuft's immer. So, lass mich mal gucken. Ah, du bleibst da. So. Die 10 Kokosnüsse, 10 Kakteen, die hätten wir. Das ist, glaube ich, für den Wüstenobelisken, ne? War, glaube ich, 10, 10. Das dürften wir jetzt haben. Gucken wir mal, was man hier noch so alles irgendwo reinstecken kann in irgendwelche Kisten. Ob wir da noch irgendwas haben. Schaut nicht so aus, außer das Gras. Okay, gut. Ja. Wo habe ich denn die Bananen eigentlich? Habe ich da noch welche auf der Kochliste? Banane eine auf der Kochliste. Dann packe ich mal 5 Stück hier rein, oder? 5 Stück für den Obelisken oder so. Keine Ahnung. Vielleicht hier dazu. Nee. Hier sind die anderen Sachen. Packen wir es hier rein. 5 Stück. Die eine zum Kochen nehmen wir mit rein. Ich bin verwirrt. Eine Mango brauchen wir auch zum Kochen. Das haben wir locker. Aprikose und Apfel. Ja, ich hätte gesagt, das bringen wir jetzt ganz schnell rein. Habe ich ja alles, habe ich alles auf Tasche. Schmeißen wir alles schnell in den Kühlschrank, dann ist das von der Liste. Damit hätten wir auf einen Schlag, liebe Leute. Passt mal auf. Apfel, Aprikose, eigentlich einen, aber wie gesagt, ich habe gern von allem ein bisschen mehr, außer halt die Banane jetzt, aber das ist nicht so wichtig. Damit hätten wir mit einem Schlag die kompletten Früchte, die wir zum Kochen brauchen, abgehakt. Alle 4. Perfekt. Schön. Ja, der Rest ist relativ... Also die Taro-Wurzel wächst. Die Ananas, da habe ich keine mitgenommen. Aber die habe ich auf der Ingwerinsel rumliegen. Ist auch kein Problem. Den Straußfarn habe ich vergessen. Zeig ich mal her, wo haben wir ihn? Jetzt habe ich ihn 20.000 Mal angeguckt. Da ist der Straußfarn. Der wäre auch abgehakt. Kokosnuss zweimal ist jetzt halb so wild. Straußfarn, zack. Gut. Der Ingwer... Mich juckt es am Rücken, Mensch. Ach, ärgerlich. So. Der bleibt auch da. Dann bringen wir den Rest jetzt noch in die... hier habe ich es drin, ne? Beim Einlegen, glaube ich. Ja, doch. Müsste. Zack. Genau, die Lachsbeere wird vertickt. Die Garnele brauchen wir nicht mehr. Die Muscheln brauchen wir auch nicht. Jo. Ja, perfekt. Da waren wir wieder auf der Ingwerinsel. Wir haben immerhin nur eine... Wir haben nur, leider nur, muss ich sagen, leider nur eine goldene Walnuss gefunden, weil das mit dem Kommentar, vielleicht habe ich es auch verwechselt, weil der letzte Stein, den ich da draufgelegt habe, war ein Aquamarin, vielleicht habe ich da irgendwas vercheckt. So, Katze und Frau sind da, wir gehen jetzt erstmal ins Bettle, gute Nacht. Müsste eigentlich wieder gut Kohle reinkommen mit 100 Flaschen Wein. Mhm. 246.000 insgesamt. Der Wein hat 233.000 eingebracht. Krass. Ich weiß eigentlich gar nicht, für was ich den reife. Wenn ich den ungereift vertick, dann hätte ich das Geld schon eigentlich schon lang zusammen. Alles halb so wild. Wir hetzen uns ja nicht rum. So, jetzt haben wir die 6 Mille, liebe Leute. Und wir sind jetzt schon mit einem Fuß in der Folge 300, beziehungsweise in dem Tag der 300. Folge. Deswegen werde ich hier noch ein bisschen das Zeug in die Kühlschränke speedrunnen und noch schnell mit der Frau reden und dann... Ich habe nachgedacht, das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen. Glücklicherweise leben wir in einer der besten Regionen für frisches Grünzeugs und Gemüse. Hier, ich habe dir einen gesunden Salat gemacht. Sehr nett.
Ich bin überrascht, dass dir mein Salat noch nicht zum Hals raushängt. Nee, tut er nicht, aber ich schenke dir einen Salat. Oh, das ist genau das, was ich wollte, danke dir. Vielen. Nichts zu danken, ein Knutscher, so, und raus vor die Tür. Ich muss die Leute verabschieden. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die megamäßig allergeilsten Menschen, die es gibt. Wie gesagt, nächste Folge ist Folge 300, das nächste Jubiläum des Stardew Valley Let's Plays. Ich bin ein bisschen aufgeregt mal wieder. Wie man sieht, so wie es ausschaut, die Erdbeeren sind ready, die Junimos werden ernten. Wir haben ein bisschen was zu tun, das Eingelegte ist fertig. Wir müssen gucken, ob die Kartoffeln fertig sind. Ich muss nochmal ins Haus und die Wiederholung der Kochsendung anschauen. Aber das werden wir alles hinkriegen. Was gibt es noch zu sagen? Nicht viel. Wie gesagt, wir werden uns den Perfektionstracker auf der Ingwerinsel nochmal angucken, einen kleinen Checkup machen, was uns noch fehlt. Es fehlt schon noch einiges. Ich glaube, letztes Mal waren wir bei 30 oder 40% auf dem Tracker. Vielleicht haben wir jetzt die 50 mal geknackt. Vielleicht nach den Fischen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ne? Ich bin jetzt raus, ich laber nicht viel länger. Wenn ihr wollt, schaut auf dem Kanal vorbei. Wenn nicht, dann bis zur nächsten Folge Stardew Valley. Wie gesagt, bleibt so geil, wie ihr seid. Ciao, ciao.